könnt. Die A7 Hannover Richtung Hamburg ist zwischen Soltau Ost und Schneverding nach einem Unfall gesperrt. A27 Bremerhaven Richtung Bremen, die Einfahrt Bremen-Fahr ist wegen Bauarbeiten gesperrt. Die A31 leer Richtung Emden ist zwischen Lermoor und Riepe wegen Bauarbeiten bis etwa 12.30 Uhr gesperrt. Sie werden umgeleitet über die U22 und 24. A395 Wolfenbüttel Richtung Braunschweig, die Anschlussstelle Wolfenbüttel Nordwest ist wegen Markierungsarbeiten gesperrt. B1 Hameln Richtung Hildesheim, Vorsicht eine Ölspur zwischen Hameln und Affade. B71 Soltau-Uelzen zwischen Ilster und Munster ist für beide Richtungen nur eine Spur abwechselnd frei. Hannover auf dem Messeschnellweg Richtung Süden zwischen Seelhorster Kreuz und Messe Nord dürfen Sie wegen der Anreise zur Pferd und Jagd den Standstreifen mitbenutzen. Und die Weserfähre Fegesack-Lemwerder verkehrt zurzeit nur mit einem Schiff. Es ist 11 Uhr. NDR 1 Niedersachsen.